So muss man umziehen, würde ich sagen, oder, Daniel? Total! Einfach die Möbel auf so Rollbretter. Wenn ich bekannt hier nicht wäre, kannst du auch noch viel machen. Ja. Und dann ab in den Fahrstuhl. Mann, die bleiben aber überall stecken. Freust du dich auf unsere neue Wohnung? Ja. Maximalgewicht erreicht. Nicht wegen dem Schrank, wegen dem Schrank. Spaß. Das hier wird unsere neue Wohnung. Und ich dachte mir, bevor Daniel die Möbel anfängt reinzustellen, weil ich gleich los muss zu einem Videodreh, zeige ich euch noch kurz die leere Wohnung, damit ihr dann gleich so einen Vergleich habt, beziehungsweise halbleere Wohnung, weil hier stehen noch ein paar Sachen von Mandy und Oscar. Die werden gleich teilweise abgeholt, teilweise kommen die auf den Sperrmüll, also der Rest. Und genau, ich würde sagen, ich fange mal ganz vorne wieder an. Vielleicht kennen ein paar von euch die Wohnung auch schon. Und zwar kommt man hier rein und dann ist hier erstmal der Flur mit ganz vielen Einbauschränken. Zum Beispiel hier auch ein Schuhschrank oder, keine Ahnung, vielleicht wird das auch unser Supplement-Schrank. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und da können wir auf jeden Fall ganz, ganz viel reinräumen. Hier oben auch noch alles voll. Hier geht der Flur dann weiter. Pikachu! Pikachu! Pikachu, Pikachu! Das hier wird mein Büro-Filmraum. Das heißt, hier können wir uns was richtig Cooles überlegen, was hier reinkommen wird und was hier an Deko reinkommt. Und dann haben wir auch einen schönen Hintergrund und so. Deko! Deko! Daniel sagt nein. Ich sag ja. Yeah. Aber das wird auf jeden Fall richtig cool, weil dann können wir hier sehr, sehr schön filmen. Dann ist der Hintergrund auch nicht immer nur weiß oder wir müssen nichts umschieben, weil sonst haben wir auch sehr oft einfach unsere gefühlt komplette Wohnung umgeschoben, damit wir schön filmen können. Hier ist dann unser Schlafzimmer. Das sieht so aus. Also hier ist dann hinten eine schräge Wand dran. Da steht noch Mandys und Oscars altes Bett. Das wird, glaube ich, auch noch abgeholt oder kommt auf den Sperrmüll, weil es kaputt gegangen ist oder so. Weiß nicht genau. Auf jeden Fall wird hier unser Bett hinkommen wahrscheinlich. Und hier auf dieser Seite dann unser Schrank, wenn alles klappt. Weil Daniel meint, so können wir dann den Platz am besten nutzen. Also wir werden es dann anders stehen haben als Mandy und Oscar. Weil die hatten so diese Ecke da und da war einfach gar nichts. Und wir ziehen die Ecke in diese Wohnung, damit wir mehr Platz haben. Und wenn wir den nicht nutzen, dann bringt es ja auch nichts. Genau, wir haben auch einfach schon richtig, richtig viel aussortiert. Also ich habe auch super viel Kram, irgendwie was im Keller stand, nochmal durchgeschaut. Jetzt hatte ich endlich mal die Zeit dazu und habe auch sehr viel weggeschmissen. Auch so alte Schulsachen und so, die ich gar nicht mehr brauche. Ich meine, früher hat man da vielleicht nochmal reingeschaut, aber jetzt macht man das ja eigentlich nicht mehr. Und ja, genau, hier ist dann unser Wohnbereich. Also da wird dann das Wohnzimmer sein. Ich denke mal, wir stellen hier auch den Fernseher hin. Wir schauen erstmal, wir holen die Möbel rein. Und Daniel, was ist das noch für ein Bereich? Mein Büro kommt dort hinten hin. Genau. Also ich denke, wir machen das schon ähnlich wie Mandy und Oscar an diesem Also das Wohnzimmer auf jeden Fall, weil das haben wir eigentlich perfekt ausgenutzt. Ja. Und da werden wir wahrscheinlich ziemlich identisch damit hinstellen. Wie gesagt, die Möbel werden noch abgeholt, aber auf jeden Fall ist es schon richtig groß einfach. Dann haben wir hier ja auch diesen kleinen, was ist das nochmal, Wintergarten. Da haben Mandy und Oscar ihre alten Möbel auch noch stehen lassen, weil die nicht mehr brauchen und deswegen können wir die nutzen. Da freue ich mich auf jeden Fall. Dann, weißt du, wofür ich das nutzen möchte? Wofür? Da kommt die Wäsche. Der Wäscheständer immer rein, weil sonst der steht mir immer im Weg. Ich krieg richtig Aggression. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Wintergarten erlaubt ist, Wäsche aufzustellen. Da müsst ihr nochmal in die Hausordnung gucken. Ist mir so egal. Ja, hier ist auf jeden Fall, also ich finde, das bleibt hier stehen. Also Daniel hat eh kein Mitspracherecht. Also. Nein! Nicht einsperren! Daniel, bitte lass mich rein! Klar hast du Mitspracherecht! Tja, ich habe Finger gekreuzt. Und hier kommt man dann in die Küche rein. So sieht die Küche aus. Hier werden aber auch noch Sachen abgeholt oder beziehungsweise weggeschmissen. Und am Dienstag wird ja halt neu ausgemessen und dann kriegen wir eine neue Küche, weil die ist echt schon, ich glaube, ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, ein bisschen. Also guck mal, das knallt auch so zu und die Oberfläche sieht ja auch nicht mehr so schön aus. Mandy fand das ja auch schade. Und ich glaube, bei denen sollte es eigentlich auch schon vorher ausgewechselt werden, aber wurde dann doch nicht. Die haben dann so eine neue Spülmaschine bekommen. Ich habe ja schon eine Spülmaschine, die habe ich ja gekauft, also letztes Jahr, als ich umgezogen bin. Kühlschrank habe ich ja auch einen. Das wird, denke ich mal, so wie bei meiner Küche, dass Kühlschrank und Spülmaschine dann nicht gestellt werden, sage ich mal, von unserem Vermieter. Und das ist auch ganz schön, weil jetzt habe ich ja schon was. Genau, dieser Schrank wird dann wahrscheinlich auch wegfallen, aber hier haben wir auf jeden Fall dann ein bisschen mehr Stauraum, weil wir haben ja eins, eigentlich hier ist das so ein Eckschrank, zwei,
3, 4, also da hat man ja immer so Putzsachen drin. Oh, hier stehen noch ein paar Putzsachen. 4, 5, 6, 7 Schränke. Und in unserer Wohnung hatten wir, glaube ich, 3 bis 4. Ja, und hier sind einfach 7, also 3 Schränke mehr. Schon mal richtig gut. Ja, hier ist unten eine Fliese locker. Das haben Mandy und Oskar auch erst jetzt gesehen. Das war nämlich schon von deren Vormieter so. Und ja, ich bin mir nicht sicher, vielleicht wird das dann ja auch noch neu gemacht oder ausgewechselt. Ich muss Daniel das gleich auch noch sagen, der weiß das nämlich auch noch nicht. Und genau, das war fast unsere Wohnung. Genau, das Badezimmer fehlt noch. Das zeige ich euch noch einmal kurz. Das hier ist das Badezimmer. Das ist etwas anders als unser altes Badezimmer. Denn leider ist hier nicht diese vorteilhafte Wand drin mit den Regalen eingebaut. Unten bei uns war ja hier so ein Regal drin und das ist hier nicht. Das heißt, hier fehlt uns eigentlich ein bisschen Stauraum. Also hier ist halt auch kein Stauraum oder so. Und hier muss ja die Waschmaschine dann hin. Wir haben ja diesen Waschmaschinenschrank. Vielleicht passt der hier dann ein bisschen besser rein. Wir müssen vielleicht die Wand so ein bisschen aussägen, weil hier ja dafür diese Wasserhähne sind. Ja, aber sonst ist das ziemlich, ziemlich ähnlich wie bei uns. Ich habe Mandy und Oskar gesagt, dass sie das hier ruhig dran lassen können. Ich finde, das sieht ganz süß aus. Also sieht einfach irgendwie ein bisschen freundlicher aus. Und genau, das war jetzt auch schon unsere Wohnungstour. Ich bin auf jeden Fall schon richtig, richtig gespannt, was sich da heute noch entwickelt. Ich werde euch auf jeden Fall später noch eins Zwischenstand zeigen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Wohnung dann komplett fertig aussehen wird, müsst ihr auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, denn das werdet ihr hier auch bald sehen. Ich werde jetzt erstmal zu meinem Videodrehtermin gehen und dann sehen wir uns später wieder. So Leute, Sophia ist jetzt gerade bei einem Termin und ich darf wieder alleine umziehen. Das ist so typisch, ne? So typisch, ne? Aber schaut euch mal um. Obwohl ich schon einiges rausgeräumt habe, ist echt viel Zeug hier. So viel Zeug, so viel Zeug, so viel Zeug. Alles, was so einzeln rumliegt. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall das Sofa schon hochgeschleppt. Ich musste das jetzt doch leider weiter auseinanderbauen als gedacht. Und das mit meinen Rollbrettern, das klappt auch nicht so gut, weil ich da immer so über diese Türschwelle heben muss. Das habe ich vorher nicht bedacht, aber ich benutze sie trotzdem weiter. Ich zeige euch jetzt gleich oben die Wohnung. Aber Leute, gerade eben war noch jemand da, um ja einfach so Zeugs, was noch oben in der Wohnung stand, abzuholen. Und da ist was passiert. Ich habe Allmann 3000 gefunden, den Urvater aller Allmanns. Aber das kann ich euch hier nicht erzählen. Ansonsten, wer mir auf Instagram folgt, der hat das mitbekommen. Das ist, oh, kann man sich nur im Kopf fassen, was es für Menschen gibt. So, Freunde der Sonne, es ist ein bisschen was passiert in dieser Wohnung, aber als allererstes möchte ich euch einen Tipp geben. Macht einen Umzug nie alleine. Sophia ist ja ganze Zeit beim Videodreh, die müsste aber jetzt durch sein, die müsste jeden Moment kommen. Ich habe sogar schon Pizza geholt, weil wenn die den ganzen Tag nichts gegessen hat oder fast nichts gegessen hat, plus 4 Stunden lang Fitnessübungen drehen, da ist man, glaube ich, ziemlich fertig. Aber, wie man sieht, sieht man's? Jo, auf jeden Fall ist schon ein bisschen was passiert. Ich habe hier als allererstes den Fernseher aufgestellt. Nein, Spaß. Nicht als allererstes. Und hier ist das Fernseher, da ist ein Schrank, da ist ein bisschen was zusammengefallen, das müssen wir fertig machen. Hier ist das Sofa, wir haben halt echt ein heftig riesiges Sofa. Passt man auch gerade so durch. Hier ist dann unser vorübergehender Esstisch. 2 Stühle, Beine von einem Stuhl, da eine Doppellehne. Internet habe ich schon angeschlossen. Hier kommt dann mein Schreibtisch hin. Vielleicht mache ich das doch schon heute. War eigentlich nicht so geplant, aber naja. So, und hier sind wir im Arbeitszimmer von Sophia. Tisch habe ich jetzt erstmal hingestellt. Den Rest habe ich noch nicht hochgeholt. Es ist noch ein bisschen... Es ist halt noch ein bisschen Chaos, aber ich bin halt selber alleine am Schleppen, nur ich. Und das ist bei Möbeln und sonstigen echt schwierig. Und leider ist unser Schlafzimmer. Ich habe hier leider kein Licht. Aber guckt euch das erstmal an, wie es derzeit noch aussieht. So, das sind noch Sachen, die abgeholt werden sollen. Das auch, das auch. Das hätte eine Dame eigentlich schon heute mitnehmen sollen. Hat es aber nicht. Und da ist noch das Bett, das muss, ja, das muss wirklich auf den Sperrmüll. Mit anderen Worten, wir können halt noch nicht ins Schlafzimmer. Das heißt, wir können noch nicht alles jetzt hochholen. Aber ich finde, wir haben schon gut was geschafft. Morgen werde ich wahrscheinlich denn unsere Alexa-Lampen überall anbringen und LED-Leuchten und so. Ja, dann sieht es auch gleich schon viel besser aus. So, guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist schon der nächste Tag, denn gestern Abend war ich einfach noch bis 3 Uhr nachts hier in der Wohnung und habe Sachen eingeräumt, damit wir heute oder ich heute weitermachen kann, weil Daniel heute arbeiten muss. Und ich dachte, ich kann also den ganzen anderen kleinen Kram, so die Küchen Sachen und so schon mal einräumen. Dann kann ich die nämlich hochholen, also den Rest, weil irgendwie haben wir so viel, was wir umziehen müssen. Ich meine, wir haben viel aussortiert, aber wir haben trotzdem sehr viel. Und ich habe jetzt auch in letzter Zeit mega viel neues Geschirr gekauft wegen dem Kochbuch. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal den Zwischenstand.
Okay, Leute, können wir bitte als erstes einmal hier dieses Fach würdigen? Da sind einfach so viele Süßigkeiten drin, ne? Oh mein Gott, also wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal Süßigkeiten essen. Mandy und Oscar haben auch noch ein bisschen was hier gelassen. Meinen so, ja, sucht euch da was raus. Das haben wir gemacht und ja, jetzt haben wir noch mehr Süßigkeiten als vorher. Wir hatten ja schon voll viele, auch noch von den amerikanischen Süßigkeiten aus Daniels Video hier. Wir geben die schon immer allen zum Probieren, weil wir ja nicht so die Fans waren. Aber ja, zwischendurch ist es mal ganz cool, so eine riesen Auswahl zu haben. Ja, und hier sind auch noch andere Sachen einsortiert. Zum Beispiel, ach ja, so die Koro-Sachen, die nicht in die Gläser passen. Kaugummis, Kaffee. Dann habe ich hier ganz viele Koro-Sachen hingestellt. So das, was ich schon in Gläsern habe und was da nicht mehr reingepasst hat, dass man das von hier aus nachfüllen kann. Hier ist noch nichts drin, beziehungsweise ich glaube, das ist ein Bügelbrett. Ich weiß nicht, ob das Mandy gehört hat oder einfach schon seit Ewigkeiten hier drin hängt. Aber da wollte ich auf jeden Fall dann den Staubsauger reinstellen. Und das nächste Fach, das wird euch besonders gefallen. Das ist mein MyProtein-Schrank, mein Supplement-Schrank. Oh, ich freue mich richtig darüber. Ich finde, das sieht mega cool aus, aber ich muss auch so ein paar Sachen erstmal leer machen. Also ich sollte, glaube ich, erstmal keine neuen Whey-Sorten bestellen. Es tut mir leid. Ihr wisst, ich probiere ja total gerne auch neue Sorten, aber ich möchte nicht too much hier dann stehen haben. Ist natürlich cool, so eine große Auswahl zu haben. Aber ja, ihr wisst, mein Liebling ist das Clearway in Mojito und eigentlich auch in Blue Raspberry. Das gibt es leider nicht mehr. Ich habe hier noch Pink Grapefruit, Rainbow Candy, Tropical Dragon Fruit und dann ein veganes in Pineapple and Grapefruit. Und mein Lieblings-Whey ist das hier. Das ist Chocolate Brownie und dann Klassiker Vanille. Hier habe ich auch noch so ein paar andere Sorten. So, aber schaut da am besten mal vorbei. Wie ihr hier schon sehen könnt, hat mein Protein richtig viele Sorten. Und dann habe ich hier gerade ein paar meiner Riegel. Ein paar sind auch noch... Oh, ich habe hier auch noch Whey. Das finde ich übrigens auch richtig cool. Das ist Total Protein Blend in Vanille, geschmacksneutral und Chocolate Smooth. Das ist auch richtig gut. Ich habe das zum Backen benutzt und so für Kaiserschmarrn, also Protein-Kaiserschmarrn und für die MyProtein-Gerichte, die ich für die oder für deren Instagram-Account gemacht habe, haben die mir diese hier zugeschickt. Ich finde die so gut. Also es ist halt so eine Mischung, nicht nur reines Whey. Dann habe ich hier auch noch ein veganes. Finde ich auch richtig gut. Und mein Lieblingsriegel, ihr wisst Bescheid, den Bioactive Riegel, da bin ich so drauf hängen geblieben. Hier ist auch noch ein Double Dough Brownie drin, ne? Sonst habe ich unten nur noch eigentlich Layered Bars und Pop Rolls. Und ich habe mir ja auch neue Baked Cookies bestellt, weil meine auch leer waren. In Choc-Chip-Geschmack. Die sind so lecker. Ja, ich feiere die richtig. Ich freue mich schon richtig, ready zu essen. Das war der Schrank. Also da war ich echt noch fleißig gestern. Dann kommen wir hier ins Badezimmer. Da habe ich nämlich auch schon ein bisschen was eingerichtet. Und zwar haben wir hier jetzt so ein Schränkchen. Das hatte Mandy auch hier gelassen. Da habe ich einfach so unser ganzes Zeug reingetan, beziehungsweise den größten Teil davon. Ich stütze mich hier so ab im Spiegel. Ich bin noch ein bisschen müde. Genau, da habe ich so diese ganzen Gesichtssachen reingetan. Und da müssen wir noch gucken, weil wir haben noch ein bisschen was, wo wir das dann hin tun. Weil wie ihr wisst, hier keine Schränke mehr. Dann ist hier so unser Duschzeug. Die Dusche kennt ihr ja, habe ich euch gestern ja schon gezeigt. Das hier ist so der YouTube-Raum, also Filmzimmer wird das sein. Ich muss mir da noch ein bisschen was überlegen. Also bisher stehen hier auch noch meine Klamotten drin, so ein bisschen Putzkram und Organisationszeug. Es sieht noch ziemlich unordentlich aus. In unserem Schlafzimmer hat sich noch nicht so viel getan, weil ich nur rumgekommen, weil ich was gesucht habe. Ich glaube, hier brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen, nach Feierabend mit dem Bett und dem Schrank. Aber hier soll ja Bett und Packschrank reinkommen. Wir wollen das dann so reinstellen, dass der Schrank hier komplett an der Seite ist. Und hier seht ihr auch schon Daniels Büro. Ich fühle mich jetzt nicht mehr zu sehr Daniel muss sich eigentlich konzentrieren. Aber hier haben wir gestern noch eine Serie geguckt und daher Pizza bestellt. Vielleicht habt ihr das ja in meiner Story gesehen, habe ich mich voll gefreut nach dem Dreh. Da sind noch Ordner, ich weiß nicht, ob wir das so stehen lassen wollen. Sieht hässlich aus, ne? Ja, nee, ich wollte den gestern, wir haben den ja zweimal. Ich wollte einen gestern hier hinstellen, das ist denn der mit den Ordnern geworden. Aber wir werden das einfach austauschen. Hier können wir den schönen Sachen reinmachen und in den anderen, da kommen dann die ganzen Ordner und Unterlagen rein. Mhm, hier ist Werkzeug und das hier ist die Küche, oh mein Gott. Overwhelming, oder wie heißt es? Ich kann es nicht aussprechen. Overwhelming. Was willst du denn sagen? Das ist overwhelming. Kennst du das Wort auf Englisch nicht? Ja. Aber ich kann es gerade auch nicht übersetzen. Das ist zu viel, aber ich glaube, es ist nicht direkt negativ gemeint, sondern hat einen positiven, oder? Überwältigend. Überwältigend.
Also, unsere Küche sieht überwältigend aus. Das hier habe ich gerade noch hochgeschleppt, also der Fahrstuhl. Das ist ganz praktisch. Genau, das werde ich jetzt gleich mal auspacken. Hier steht aber auch schon ein bisschen was drin, so die ganzen Nudeln und so. Ich wollte da erstmal die Brotdosen reintun, hier die Vorräte. Hier habe ich schon die ganzen Gewürze reingepackt. Hier soll das Besteck rein. Hier wollte ich das Geschirr reinmachen und ja, im Kühlschrank ist bisher auch noch nicht viel, also nur Getränke. Der ist auch so mini klein, dieser Kühlschrank. Also wie gesagt, wir werden ja noch eine neue Küche bekommen. Deswegen, ja, kommt morgen auch schon jemand, um das auszumessen. Ich bin richtig gespannt, was sie für einen Termin nennen, weil wir müssen dann ja, oder ich muss dann ja alles wieder ausräumen. Aber ich glaube, weil das bei meiner Küche unten in meiner alten Wohnung, ihr wisst es vielleicht noch, so lange gedauert hat, wird es hier auch lange dauern. Ich habe damals ja auch, als ich meinen Kühlschrank bestellt habe und meine Spülmaschine, so lange drauf gewartet. Ich glaube, wir stellen unseren Kühlschrank dann erstmal trotzdem hier hoch, weil damit, also mit so einem kleinen Kühlschrank können wir aktuell gerade nicht mehr leben. Wir werden dann den Kühlschrank irgendwo anders hinstellen müssen. Vor allen Dingen haben wir ihn ja schon. Und so lange haben wir dann zwei Kühlschränke. Das ist ja auch was Gutes. Die Spülmaschine, weiß ich nicht. Daniel, wo stellen wir die Spülmaschine hin? Im Keller oder? Im Keller. Ah, ja, Keller haben wir auch noch. Weil aber ich dachte. Oh, echt? Ja. Weil wir müssen ja auch aus unserer Wohnung raus, weil da ja auch jemand Neues reinkommt. Und genau, ich würde sagen, das war es jetzt auch erstmal mit dem Umzugsvlog. Und vielleicht kommt noch ein zweiter Umzugsvlog, mal gucken. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen anstrengend mit den großen Möbeln jetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal für Updates. Und damit ihr auch seht, wie die Wohnung dann am Ende komplett eingerichtet aussieht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!